Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Als Themen haben wir, als ob ich es nicht vorausgesagt hätte, Alitalia kehrt als Markenname zurück und zwar wird das immer mehr betont in Italien, so schätzt man, dass es doch vielleicht passieren wird. Aber was sagt Lufthansa? Oder vielleicht ist das ein Part Plan B von dem ich gestern erzählt hatte. Wir haben weiter Air Dolomiti, Pilotenstreik, nicht dass Lufthansa schon genug Feuer unterm Dach hätte. Wir haben einen Diesel und Deal Dies mit äh, Turkish Airlines nach Kapstadt von Oslo über Istanbul nach Kapstadt. Keine große Umwege ab 1619 Euronen in der Business Class. Jo, wichtig. Und wir haben ein Thema, was sicherheitsrelevant ist, und zwar Voice Recorder haben ja nur aufgezeichnet zwei Stunden. Jetzt soll diese Zeit verlängert werden auf 25 Stunden in den USA. Warum es wichtig ist, erkläre ich euch. Und wir haben Neuigkeiten zum Thema One World Oman Airways. Heißen die Airways? Ja, Oman äh, Oman. Ja, der Omani, wie heißt der denn? Oman Air. Sie wusste doch, dass das Waste zu viel war. Also Oman Air kommt erst im zweiten Halbjahr 2024 zur One World. Also da ist schon viel Arbeit gemacht worden. Und wichtig ist an dieser Stelle natürlich, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Ach, ihr kennt das ja alles. Und vor allem kommt zum Stammtisch. Ich hatte jetzt zum wiederholten Male Calls in Bezug auf Stammtisch, wo die Leute fragten, wer darf zum Stammtisch kommen? Jeder. Auch wenn es ein Vielflieger-Stammtisch ist, bin ich nicht jemand, der unbedingt das Wort Vielflieger so definiert, dass jemand viel fliegt in der Form von jeden Tag oder sowas. Vielfliegen heißt ja auch regelmäßig fliegen. Wer also zweimal regelmäßig pro Jahr in Urlaub fliegt und trotzdem sich gerne über das Thema austauscht, ist am Vieflieger Stammtisch natürlich herzlich willkommen. Also da keine Angst, ähm, da wird auch keiner diskriminiert, wenn er keinen Status hat. Also das ist ja nur ein lockerer Austausch und ein, ähm, ein Treff, dass wir uns also auch offline kennenlernen und da über Themen sprechen. Also insofern kommt zum Stammtisch äh, Frankfurt 19.20., Aachen 21. haben wir. Köln. Was haben wir noch als Thema? Kanalmitgliedschaft. Aber das wisst ihr ja schon. So, das erste Thema ist Air Dolomiti. Air Dolomiti ist äh, eine altbekannte Lufthansa-Marke, aber auch dort sind die Piloten mit Streik unterwegs gewesen. Gestern hat man in Italien vier Stunden Streik. Da sagt man natürlich als guter Deutscher, was, vier Stunden? Wir kennen doch mehr längere Streiks. In Italien ist es gesetzlich nicht erlaubt, länger zu streiken beim ersten Mal als vier Stunden. Dann interessanterweise ist es so, dass beim zweiten Streik darf man auch nur 24 Stunden streiken. Also insofern, dort gibt es anscheinend doch gesittetere Gesetze als bei uns. Heißt also, dass man da auch Limits hat. Hier bei uns ist es ja mit Streikrecht so, dass jeder dann quasi irgendwie frei entscheidet, wie der Warnsteig dann funktioniert. Fand ich unheimlich spannend, aber es ist halt so, dass es dort bei Erdonomiti nicht nur um den Tarifvertrag geht, sondern auch um neue Stations ähm, oder Basen, wie das in Lufthansa-Deutsch heißt. Und da will man Florenz, glaube ich, und Venedig war es ne? ähm, genau. Ich meine, das wäre Florenz und Venedig gewesen, und da wollen die Piloten nicht unbedingt hin. Warum? natürlich Lebenshaltungskosten und das andere Thema ist ganz klar, wenn man halt nicht in Venedig oder in Florenz wohnt, was will man da? Schöne Städte übrigens, davon ganz abgesehen, aber es ist halt in der Tat so, dass man natürlich da sein möchte, wo die Familie ist. Das ist halt ein Thema und ich bin mal gespannt, wie viele Themen da bei der Lufthansa noch aufkochen werden. Bei der Discover hatte man sich ja Gott sei Dank äh, dort ähm, geeinigt. Vielleicht wird es mal wirklich Zeit, dass man einen Konzerntarifvertrag macht. Aber dann hat natürlich die Lufthansa da so ein Problem, dass man die nicht mehr gegeneinander ausspielen kann. Wobei das auch nicht klappt, weil die Gewerkschaften sind ja auch nicht doof. Also insofern ist das alles natürlich ähm, ja, nicht schön für uns als Passagiere. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht schön für die Mitarbeiter, wenn sie dort nicht adäquat entlohnt werden. Deshalb kann ich das schon verstehen, gerade beim Boden, wo nicht viel verdient wird, in Anführungsstrichen, dass dort die Lebenshaltungskosten natürlich voll durchschlagen und gerade im Rhein-Main-Gebiet oder auch in München, Lebenshaltungskosten sind nicht günstig. Aber das ist halt so. Ähm, hatten wir uns ja lang und breit schon drüber unterhalten. Wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben, ist das Thema Alitalia. Und Alitalia ist ja nicht nur so, dass es dort eine Never-Ending-Story ist, sondern auch ein Thema ist, was man sich genau angucken muss von der Marke Alitalia her, ganz genau. Und zwar, wenn die Lufthansa die Alitalia wieder als Marke aufleben lässt, ähm, muss man sich halt wirklich anschauen, macht man das nur für die lange Strecke, macht man das eventuell grundsätzlich. Aber äh, im Moment ist es halt so, dass Carsten Spoyer ja noch aus dem letzten Sommer ein Zitat hat. Und das ist so, dass es keinen Sinn macht, einer defizitären Fluglinie, die defizitär ist, einen Namen äh, einer defizitären Fluglinie zu geben. Heißt also, <laughs> äh, logischerweise, wenn man da jetzt nicht anfangen, dann wieder mit dem Rebranding und so weiter und so fort. Und ähm, dann ist es so, dass man natürlich die ITER erstmal profitabel machen muss bevor man darüber spricht. Und abgesehen davon muss man natürlich auch darüber sprechen, wann geht der Deal über die Bühne, dass man darüber dann spricht. Also rein theoretisch ist es ja für Lufthansa absolut uninteressant, da jetzt die Marke zu beleben, bevor man da nochmal Liebe und weiter reinsteckt, wenn das mit der EU noch nicht geklärt ist. Zumal man ja jetzt mit dem Plan B, mit der MSC, die da ja auch wieder. Am Reden ist mit der italienischen Regierung mit der Übernahme, wenn es mit der Lufthansa nicht klappt. Was ich persönlich übrigens clever finde, ähm, weil man natürlich ehrlicherweise sagen muss, man muss immer einen Plan B haben, weil es muss ja nicht immer alles klappen, was man sich so ins Köpfchen setzt. Und ähm, deshalb die Frage natürlich, ob ihr jetzt sagt, der, der Name Alitalia, den die ITA sich ja reserviert hat, mit 90 Millionen anstatt 260 Millionen, glaube ich, was da äh, der Kollege wollte, der, ähm, wie heißt er nochmal, der Herr Flöter von, <laughs> von Italien. Ich weiß jetzt nicht, wie der Insolvenzverwalter da hieß, aber man wollte ja die Marke verkaufen und dann hatte man mit 200 Millionen gerechnet, 290 Millionen sogar. Und äh, dann hat man halt 90 Millionen bekommen. Ähm, ITA hat ihn jetzt gesagt, warum haben die die gekauft, um die nicht zu benutzen? Ja, die kaufen die aus zwei Gründen. Einmal natürlich, um die Marke zu haben und dann eventuell das Prestige irgendwann mal wieder abgreifen zu können. Weil wenn man das Ganze wieder Alitalia nennt, kann es auch mit der EU natürlich Probleme geben. Nur so als Randhinweis. Ähm, man kann halt nicht äh, eine Firma, im Prinzip wäre das dann ja nur so, dass man die Hülle nimmt, woanders reinstellt, neues Geld und dann sagt man, das ist Hurra, neue Firma. Äh, das ist das eine und das andere, ist, dass es keinen Wettbewerber gibt, der dann zum Beispiel die Marke Alitalia benutzen würde. In Deutschland ist es ja glaube ich so, dass man eine Marke, wenn man die nicht alle fünf Jahre zumindest im Marktverkehr hat, dass sie dann erlöschen kann. Deshalb ist ja auch das alte Thema Rider, aus Rider wurde Twix, äh, dass wir alle fünf Jahre irgendwie so ein paar Raider haben, äh, Boxen anstatt Twix draufstehen. Und das wird dann so als Reto gefeiert. Nein, das hat Markenrechtsgründe. Und genauso ist das bei der Alitalia. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das wahrscheinlich auch so ist. Da können vielleicht irgendwelche Markenrechtler, die das sehen, unten äh, kommentieren, ob es da auch einen äh, Grund gibt. Mit Air Berlin ähm, ist es so, da hat der Kollege ja auch die Markenrechte äh, sich. Ähm, Gesichert und äh, ich bin mal gespannt, ob er da auch ein Flugzeug mit Air Berlin oder AOC oder irgendwas mit Air Berlin machen muss, damit die Markenrechte sich nicht verdünnisieren. Deshalb die Frage des Tages: Die lese ich euch vor und zwar, äh, wie findet ihr Alitalia als Marke? Was verbindet ihr mit Alitalia und vor allem? Ähm, was sind eure Erinnerungen an Italien? Meine Erinnerungen sind zwei Flüge. Auf beiden Flügen hatte ich einen Sitzplatz, der besetzt war und ich war einer mehr im Flugzeug, als es eigentlich sein sollte. Also für mich steht Alitalia für volles Chaos. Und das andere ist, ich hatte mal von Herper ein Modell, eine 747-200, glaube ich, war das, äh, mit dem Bacci. Das war so eine dunkelblaue. Ähm, Alitalia Maschine. Bacci ist ja so ein, so ein, so ein Konfekt in Italien, was auch glaube ich Küsschen auf Deutsch heißt. Und äh, keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich fand es einfach nur von der Lackierung her geil. Das sind so meine Erinnerungen an Alitalia. Aber ihr könnt wirklich unten schreiben in die Kommentare, was ihr von Alitalia haltet. Äh, und vor allem verbindet mit der Marke Alitalia und natürlich dem Papst, der mit Alitalia immer... Erstmal weggeflogen ist und dann von der anderen Fluggesellschaft nach Hause gebracht worden ist. Äh, gibt ja auch den alten Witz, wo man sagt, warum küsst er überhaupt den Boden, äh, wenn er irgendwo angekommen ist? Das ist natürlich, wenn man mit Alitalia geflogen ist, versteht man, dass man dankbar ist, dass man sicher angekommen ist. Ist natürlich auch ein böswilliger Spott. Ja, ähm, was ein Thema ist, wo man so ein bisschen... Atmen muss, das ist das Thema ähm, Cockpit Voice Recorder CVR. Und äh, beim CVR ist es so, dass der Cockpit Voice Recorder Stimmrekorder auf Deutsch ja nur zwei Stunden aufzeichnet. Und das gibt viele Probleme und viele Themen, wo dieses halt ein, ein äh, Problem dargestellt hat bei der Aufklärung von Flugunfällen oder aber auch bei ähm, Recherchen und so weiter, was passiert ist. Und, man hat sich auch bei der Vereinigung Cockpit amerikanischerweise, ich weiß gar nicht, wie in den USA heißt im Moment, die Gewerkschaft auf jeden Fall der Piloten, hat gesagt, man möchte keinen Voice Recorder haben, der länger aufzeichnet wegen Privacy. Ich persönlich, also wenn man im Cockpit ist, das ist jetzt kein da werden zwar teilweise Themen besprochen, wo man denkt: Oh Gott, was, wie kommt ihr auf so einen Quatsch? Äh, auch in der Galley oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist jetzt das nicht unbedingt eine Privatveranstaltung, wo man nicht aufnehmen sollte. Und wir haben ja auch gerade wieder bei Alaska Airlines gesehen, dass dort zum Beispiel der Voice Recorder nicht genutzt werden konnte, weil die Maschine dann in die Maintenance gegangen ist. Und in dem Moment, wo sie in die Maintenance eingegangen ist und man da alles resettet hat und gemacht und getan hat, äh, ist halt diese Aufnahme weg gewesen, weil die dann weitergelaufen ist. Und die muss man sich so vorstellen. Ist ein Tonband von zwei Stunden und ich glaube ein bisschen Puffer ähm, und die bespielt sich immer wieder, überspielt sich, überspielt sich, überspielt sich. Das und, und dann ist natürlich das ganze Thema durch. In der heutigen Zeit, wo Speicher nichts kostet, ähm, ist das in meinen Augen auch richtig erkannt gewesen von der FAA respektive von der NTSB, aber auch jetzt von dem US-Senat, glaube ich, der das entscheidet und die Kommission, der das entscheidet, dass man 25 Stunden machen muss. Bei Alaska Airlines sagt ihr, naja gut, da ist ja klar, was passiert ist. Nun gut, aber man hat halt auf dem Voice-Recorder auch Alarmmeldungen zum Beispiel oder man hat auch andere Sachen, die man dann noch herausfinden kann. Also man hört auf dem Tonband Dinge. Ähm, zum Beispiel, äh, die man sonst vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, die vielleicht nicht richtig aufgezeichnet worden sind, oder was macht man, wenn der Datenrekorder kaputt ist? Also, damit hat man wirklich mehr Redundanz und vor allem auch mehr an, an, an ähm, Informationen. Es geht sich also nicht nur darum zu ergucken, was das Cockpit gesagt hat, sondern auch die Geräusche. Und wenn dann halt so eine Master Warning angeht oder sowas, dann weiß man halt genau, ah, als klein der Sekunde ging die Master Warning an, dann ging die Warning an davor und und so weiter und so fort. Heißt also, man hat da eine wesentlich äh, größere Bandbreite an Informationen, die man nutzen kann zur Aufklärung. Man kann auch zum Beispiel raushören, wenn irgendwas passiert in der Struktur, wenn was knackt, wenn das knirscht oder wenn was in der Kabine gerufen wird. Das sind alles Sachen, die da aufgezeichnet werden können. Und ähm, deshalb ist es so, dass diese jetzt Pflicht werden. Und das ist der Handelsausschuss des US-Senats, der das gemacht hat. Und äh, wir wollten uns dann nochmal angucken, ja, die EU hat auch das Flugzeug, die 20, 21 Jahre später äh, in äh, Dienst gestellt worden und gebaut worden sind in dem Jahr, äh, 25 Stunden aufzeichnen und auch diese Stimmrekorder durchaus haben. Also das ist jetzt nichts, was Voodoo ist oder was man sagt, hm, ja, ja, ja. Ähm, und dann ist es so, dass man natürlich sagen muss, in Europa waren übrigens bis 2018 nur 30 Minuten, also eine halbe Stunde Pflicht und das ist ja fast gar nichts. Äh, 19 wurde es dann auf zwei Stunden erhöht. Und äh, damit ist das dann halt so, dass diese Blackbox, die ja auch klassisch orange ist, natürlich wesentlich mehr Informationen gibt. Ich hatte euch das ja gesagt. Jetzt sagt ihr natürlich, was kostet der ganze Quatsch? 107 Milliarden Dollar soll es kosten. Aber das ist äh, eine Maßnahme von 24 bis 2028 und beinhaltet nicht nur das, sondern auch 3000 Fluglotsen sollen mehr eingestellt werden. Weil in den USA sind ja diese Near Misses und was da alles an Sachen passiert sind, ähm, Runway Intrusions und so weiter. Ähm, dramatisch gestiegen, das will man damit bekämpfen. Und äh, was aber auch abgelehnt worden ist, ist, dass die Piloten äh, nicht mehr bis, also die dürfen bis 65 fliegen, aber man wollte das Alter nicht auf 67 anheben. Heißt also im Prinzip, ähm, ich meine, 55 ist, da kann man freiwillig aufhören und bis, man kann dann bis 65 arbeiten, Gesundheit vorausgesetzt, aber es wurde halt nicht auf 67 Jahre erhöht. Das nur so als ähm, Hinweis. Also da gibt es dann auch keine Neuigkeiten an der Front oder eine Entlastung für die Fluggesellschaften, weil sie weiter Ersatz suchen müssen in neuen Piloten. Wer auch Ersatz gefunden hat oder ein neues Mitglied gefunden hat, ist Oman Air. Oman Air sollte ja 2024 oder soll 2024 Mitglied der One World werden. Das ist als letztes Jahr bekannt gegeben worden. Für die einigen war es ja durchaus ähm, spannend, dass dem es so war. Und ähm, wichtig ist an dieser Stelle natürlich zu sagen, hey, warum sind sie One World geworden? Ganz einfach sind One World geworden, weil Qatar Airways da natürlich die Patronat, Patronat, Patron, Patronship, die Patronspflicht übernommen hat und die da rein begleitet hat. Es dauert 12 bis 24 Monate, bis man fit ist, um in eine Allianz einzutreten und äh, das passiert hier und jetzt hat der CEO gesagt, ja, man ist jetzt auf halbem Wege und äh, man möchte das im zweiten Halbjahr 2024 in Angriff nehmen. Viele von euch hatten ja auch übrigens gesagt, ne, die würden besser in die Starlines passen, weil es gibt ja schon jemanden von der One World und so weiter, aber ihr wisst ja alles. Und da hat Qatar ähm, die unter die Flügel genommen. Wichtig an dieser Stelle ist auch nochmal zu sagen, Emirates und ETH sind immer noch allianzfrei, das heißt also sind weder in der Starlines noch sind sie in der ähm, One World oder in der Sky Team, die sind einfach nur Free Agents, wie das so schön heißt. Aber ähm, wichtig ist ja, dass die ganzen Themen dort ordentlich abgeschlossen werden. Deshalb habe ich kein Problem damit zu warten, bis die halt äh, wirklich damit äh, fertig sind, dass alles gemacht wird. Weil wir wollen ja keine Situation haben wie bei der ITA, dass man zwar einen Status hat, aber man kann die Lounge nicht benutzen. Warum? Tata, weil die in den Systemen nicht drin sind. What? ITA? Don't know this airline. Oder andersrum, wenn wir schon über die One World reden, äh, wie viele sind von euch noch in die Lounge gekommen mit Air Berlin Platinkarte, obwohl Air Berlin schon lange den sittig gemacht hat. Also insofern da natürlich wesentlich, ähm, äh, ja, es ist äh, durchaus interessant, sagen wir mal so. Ähm, wenn es ordentlich gemacht wird. Aber nur ist eher dafür da, dass es ordentlich gemacht wird. Und lieber kommen wir in den Lounge rein, obwohl es diesen Status nicht mehr gibt in Anführungsstrichen, als äh, wenn man Status hat, dass man nicht in den Lounge reinkommt. Ne? Also insofern hier wieder gepflegtes ähm, Abwarten und hoffen, dass alles gut geht. Ja, ähm, wir haben jetzt wieder einen Deal, sohn Deal, und zwar dieser Deal, so ein Deal, den wir haben. Das ist Turkish Airlines Business Class. Und der geht von Oslo nach Kapstadt über Istanbul 1619 Euro ab. Und äh, wichtig ist natürlich Buchungsklasse J. Ihr habt wieder wie immer zwei Stopover in der Türkei. Die sind kostenlos. Ticket umbuchen kostet äh, 100, plus natürlich die ähm, Change, also diese, diese ähm, äh, Ticketgebühren. Also, diese ähm, Preissteigerung äh, fee-change, wie das so schön heißt, und dann natürlich auch Cancellation sind 200 ähm, Euro genauso wie auch No-Show 200 Euro sind ungefähr und Maximum Aufenthalt sind 12 Monate. Minimum gibt es keine. Ähm, die beste Verfügbarkeit gibt es nach Mai, nur so als Hinweis, und äh, die Tickets. Ähm, Ausstellen so schnell wie möglich. Ja, dann gucken wir uns noch mal an, weil ihr sagt, ihr wollt wissen, wie viele Meilenpunkte und Status es dafür gibt. Ähm, Gerade um eine Nachricht von Freddy bekomme, vielleicht machen wir da heute noch was. Ähm, wo haben wir es? Da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. Hier ist es und dann gebe ich euch auch noch mal die Bilder. Da habt ihr die Karte und zwar seht ihr auf der Karte 1509 Meilen sind es von, Is von Oslo nach Istanbul, dann nach Kapstadt sind es nochmal 5217. Das sind zusammen 13.452. Dann gehen wir weiter auf die Where to Credit. Da seht ihr das Ganze in der Buchungsklasse J. TAP gibt 26.000 paar kaputte Air China. Auch äh, 23.886, Avianca 20.238, Miles and More gibt 18.214 äh, Meilen, aber die Statusmeilen berechnen sich ja anders, das wisst ihr ja schon, bei Türkisch Airlines selber gibt es 18.214 und äh, geht dann 13.492 äh, sozialistisch weiter, nachdem die anderen ja ein bisschen mehr gegeben haben. Und ihr seht so ungefähr, wie viel es gibt. Und noch bei SAS, solange sie in der Star Alliance sind, gibt es 13.492. Air New Zealand hat null. Damit seht ihr, da haben wir wieder alles gemacht ähm, und gesehen. Null bei Air New Zealand, wissen wir ja alle, das ist immer so ein Indikator. Die Tabelle ist so ein bisschen in Ordnung. Aber kontrolliert immer noch mal selber, es handelt sich über Pi mal Daumenwert. Ich hoffe, ich habe heute euch mehr Informationen wieder frisch gepresst gebracht. Habe ich frisch gepresst übrigens gesagt? Wenn nicht, dann war das heute wieder eine frisch gepresste Folge. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch zu kommentieren und ähm, abonnieren. Kommt zum Stammtisch, wenn ihr noch Fragen zum Stammtisch habt. Hier, da ist es. Da könnt ihr mich erreichen. Macht das so wie die anderen, wenn ihr Fragen habt. Zögert nicht. Habe ich noch was zu sagen? Nein, ich sage einfach Tschüss, gebe euch den Abspann und hier ist er. Also bis morgen wieder in alter und Frische. Bis dann. ciao. あうん。